Religion betreten Ruinen. Zunge eines ertrunkenen Toten. Mädchenleichnam. Und Jägerleichnam. Ja, ja. Büschelkraut. Sieht so aus, als wäre dieser Turm von selbst eingestürzt. Der Sumpf ist wohl nicht der ideale Bauplatz für Gebäude dieser Größe. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Zeit nervt. Das ist unglaublich. Kann ich eigentlich noch mehr von dem Büschelkraut sammeln? Aber ich denke mal, es gibt dann auch noch mehr Geld. Schauen wir mal. Kesaf haben wir nicht. Wir haben welche Sephira haben wir noch? Malkat. Okay. Golem-Totenacker. Okay. Okay. Das will ich mir jetzt mal anschauen. Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Was ist, wenn ich... Wenn ich hier irgendwie... Kann ich vielleicht irgendwas... Scheinbar nicht. Hier drüben gibt's auch nichts. Wenn ich die irgendwie...
Ach so, wenn ich da drin stehe, dann. Ah. Now I understand. In welche Richtung laufen wir eigentlich gerade? Wir wollten vielleicht hier runter. Beziehungsweise gehen wir mal zu Großväterchen ins Haus. Und ich nehme mal aus dem Inventar was zu essen. Dass wir uns ein bisschen hochheilen. Da ist der Turm. Der Käser, Obelisk. Kommt man hier auch irgendwo außen rum, oder? Okay, man kommt außen rum. Kommt man hier hin? Lage auf der Insel. Ja, okay, ich kann nichts tun. Skoyatel-Krieger. Gibt's irgendwo einen Chef von denen, oder? Ist es bei denen? Seid so gut und lasst mich in Ruhe. Adjabel Ayat Arse. Redet mit Yevin, bevor euch jemand für einen Spion hält und tötet. Wir kämpfen an der Seite der Zwerge. Doch wir Elfen. Ach ja. Seid ihr den Ertrunkenen jetzt irgendwann mal los, oder? Darf ich jetzt vorbei, oder? Danke sehr. Sonst kommt man ja nicht mehr weg. Etza, okay. Aha. Hier gibt es auch nochmal dieses komische Kraut, aber ich kann es nicht mehr aufsammeln, okay. Ja, wenn man das richtige Schwert in die Hand nimmt, dann geht es doch deutlich einfacher. Turmtür verschlossen. Was sagt denn die Karte, wo wir gerade sind? Okay, wir müssen irgendwie da runter. Versuchen wir einfach mal hier irgendwo durchzukommen, aber ich finde, das sieht sehr schlecht aus.
Weil der Weg führt uns sowieso hier irgendwo lang. An dem Netzerstein vorbei. Lalala. Dann kommt halt her. Die fallen ja einfach um. Die fallen ja glatt einfach um. Das ist das Großväterchens Haus. So. Was wollt ihr, Junge? Ich will mich nur umsehen. Wenn es sein muss. Es hieß doch... Abgenackte Menschenknochen. Hirn. Mir wird übel. Yeah. Es geht doch nichts über Fleisch. Das ist mein Haus. Stammen dieser Schädel und das Hirn auf dem Tisch von Menschen? Ja. Und das Fleisch? Das auch. Teller und ein Becher. Kein Grund, sich zu ereifern. Hört euch meine Gründe an. Ich weiß nicht, was für Gründe ein Kannibale haben könnte. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Warum esst ihr Menschenfleisch? Ich mag es halt. Es erhöht die Lebensenergie und schmeckt nach Hühnchen. Ein Pfund Menschenfleisch entspricht... Verschont mich. Ihr habt doch gefragt. Ich halte mich aber an gewisse Regeln. Ich esse niemals Kinder. Wirklich lobenswert. Den Sarkasmus könnt ihr euch sparen. Manchmal vertilge ich einen Druiden oder Ziegelbrenner. Elfenfleisch schätze ich ganz besonders. Es ist sehr aromatisch und auf natürliche Art mit einem Hauch von Gewürzen und Wurzeln versetzt. Ja, wir hören uns jetzt einfach den Rest auch noch an. Und was ist mit Zwergenfleisch? Sehnig und zäh. Ehrlich gesagt habe ich das nur einmal gekostet und bin nicht sicher, ob es wirklich Zwergenfleisch war. Zu meiner Schande musste ich mit einem Ertrunkenen darum kämpfen. Das blutige Stück, das ich mir holte, wies kaum Erkennungsmerkmale auf. Genug. Wie ihr wollt. Ich sage nichts mehr. Ihr verdient es nicht zu leben. Hossa, ihr könnt mich jederzeit töten, aber lebendig bin ich nützlicher. Ich kenne diesen Sumpf bestens. Ich könnte euch sicher helfen. Ich glaube euch nicht. Ihr flieht doch, sobald ich weggehe. Ich bin zu alt, um wieder wegzulaufen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ihr seid hergekommen, um eine wichtige Mission zu erfüllen. Sie zu beenden muss doch wichtiger sein als ein altes Ungeheuer. Ich weiß, Antworten auf viele Fragen. Ja... Ich weiß Antworten auf viele Fragen. Wir wollen gleich mal anfangen zu fragen. Ich hoffe, das geht. Also gut. Ihr bleibt am Leben. Vorerst. Danke. Als Geste des guten Willens gebe ich euch das Rezept für einen Trank. Diese Information könnte nützlich sein. Ihr seht blass aus. Möchtet ihr etwas essen? Nein, ich würde... Auf Wiedersehen. Alte Truhe. Wow. Er hat natürlich diese seltene Einsuchuhr. Ach Gott.
will hier raus. So. Dann versuchen wir mal wieder hierher zurückzukommen. Da ist ja auch Vaskas Hütte. Die uns mit Sicherheit sehr nützlich sein kann. Weil diese Frau recht viel weiß. Jetzt haben wir, glaube ich, schon den ganzen Sumpf so ausgekramt. Sieht wie ein Dorf von Ziegelbrennern aus. Weil den Malkartstein haben wir nämlich auch schon. Sephira und Obelisk sind verschmolzen. Die alten Zauber funktionieren noch. Nach der Versöhnung naht. Ja. Lasst uns auf die Sternbilder. Nichts steht über den Göttern. Tür. Wo ist meine Katze? Wo ist denn... Ich würde gern einfach nur... Vaskas Haus ist es... Ah ja. Ach, die Frau ist da, okay. Ein Reisender aus fernen Ländern. Er hat etwas verloren, das er jetzt sucht. Wie darf ich euch nennen? Vaska. Ich bin die Dorfälteste. Geralt. Hexer. Welchem Broterwerb gehen diese Dörfler nach? Wir bauen Ton ab und stellen Ziegelsteine her. Ich sehe niemanden arbeiten. Schwere Zeiten. Sagt, was machen Hexer? Wir lösen Probleme. Wollt ihr etwas fragen? Ja, vielleicht habt ihr ja ein Problem. Ah. Kalkstein, ein Alchemist, behauptet, ihr wisst etwas über den Magier aus dem Turm und den Wächter. Einst lebte ein mächtiger Zauberer im Sumpf. Ein Lehrling war sein einziger Gefährte. Alles wurde schlagartig anders, als eine Frau in sein Leben trat. Der Anfang eines Märchens. Aber ein anderes Ende. Denn sie war eine böse Frau. Er erfüllte ihr alle Wünsche, aber sie machte sich seine Macht zunutze. Wer war sie? Unwichtig. Ich höre zu. Blinde Liebe führte zum Untergang des Magiers. Er rief Kräfte herbei, die er nicht kontrollieren konnte, und starb. Was ist mit dem Wächter? Die Liebste des Magiers konnte wahrsagen. Und der Magier schuf ein Set außergewöhnlicher Tarotkarten. Er illustrierte jede Karte mit einem zukünftigen Ereignis. Und? Golems bewachten die Behausung des Magiers. Alle, die nicht dem Zahn der Zeit zum Opfer fielen, befinden sich auf dem Friedhof, wo sie reglos verharren. Einer davon ist der Wächter? Ja, der mächtigste Golem fungierte als Bewahrer. Die Turmkarte zeigt, wie der Golem wiederbelebt werden kann. Dadurch wiederum würde der Turm sich erneut auftun. Nehmt diese Karte. Ich brauche sie nicht mehr. Das ist natürlich eine gute Sache. Wollt ihr etwas fragen? Ja. Ist ein anderer Hexer namens Berengar hier gewesen? Er hat andere Fragen gestellt. Nach dieser Alchemie. Der Alchemist Kalkstein muss ihn geschickt haben. Dann fanden wir in einer Tongrube seine blutbefleckte Ausrüstung. Danke, Vaska. Weißhaariger. Dort waren Kampfespuren und sie stammten nicht von Ungeheuern. Er wurde von Menschen angegriffen. Hütet euch vor den Feuersalamandern und Trockenen.
Ich brauche euch lebendig. Alles klar. Habt ihr hier ein ungeheuer Problem? Oh ja. Kreaturen haben sich in den Tongruben eingenistet. Wie sehen sie aus? Als wären sie ertrunken und auferstanden. Ertrunkene. Ich kann sie beseitigen. Wir sind arme Leute. Ich kann nicht mehr als 50 Orens zahlen. Ja, das ist nicht schlimm. Das genügt. Wo sind sie? Geht zum Landungssteg, aber nehmt an der Gabelung die andere Straße. An deren Ende findet ihr unsere Peiniger. Wollt ihr etwas fragen? Ja. Was macht ihr hier? Wir fertigen aus Ton Lehmziegel, die wir in Öfen brennen. Ah, ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, nachdem ihr Ziegelbrenner seid. Aber hey. Ist das profitabel? Nein. Obwohl der Bedarf an Ziegelsteinen in der Stadt wächst, nehmen uns die Träger und Kaufleute einen Großteil unseres Profits. Vielleicht solltet ihr umziehen. Niemals. Wir kennen doch nur das Zieglerhandwerk. Macht, was ihr wollt. Wollt ihr etwas fragen? Lebt wohl. Wir haben die Frau schon genug genervt. So, dann gehen wir erstmal den ihr Problem beseitigen. Was war das? Da geht's zum Fährmann, dem müssen wir eh noch die Pflanze verkaufen. Das spiele ich nicht. Ja, du bist lustig, Junge. Ich muss erstmal mich umschauen hier. Hier ist doch irgendwo Berengar verunglückt. Boccia Neualtar. Berengar ist tot.